Ja, servus, grüß euch alle miteinander. Ich bin heute unterwegs zum Hochland schon wieder mal. Eine ganz leichte Tour zum Anfang. Herrliches Wetter ist natürlich, wie man angesagt, es scheint schon die Sonne, strahlend blauer Himmel. Und ja, dann steht dem Aufstieg also nichts mehr im Wege. Da geht's jetzt auf und lassen wir uns überraschen, wie der Tag heute wird. Also, auf geht's! Jeder, der was vielleicht voriges Jahr im Herbst herum war, wird wissen, dass der grundsätzliche Wanderweg, der Hauptweg, sage ich mal, von der Deichholm auf, nicht durchgängig begehbar war, da ja ein schwerer Sturm durchgewartet ist voriges Jahr und Millionen von Laufmeter an Bäumen niedergemacht hat. Mittlerweile ist der Weg, also bis daher zumindest, wieder absolut frei und ausgezeichnet begehbar. Auch am Boden, er ist frei, es liegt nichts um und um. Haben es wirklich super gemacht. So, da ist schon relativ warm heute in der Sonne. Da ist ja quasi Wüstenlandschaft, das ist alles sehr trocken und es reflektiert vom Boden auf sehr warm. Aber passt, es ist sehr angenehm und die Sicht ist jetzt ein Traum, seit die Bäume weg sind. Natürlich ist Schaden und überall, aber ja, sehen wir es positiv, zumindest haben wir jetzt eine wunderschöne Aussicht über das gesamte Land. Das war der Gipfel, jetzt bin ich wieder am Weg obi zu und ich bereue es ziemlich, dass ich keine Steigeisen oder eine Krödel mitgenommen habe. Da es ist, ich steige jetzt da ab über, also Richtung Steirischer Jockel, glaube ich. Und die Seiten ist alles voll mit Schnee und der ist so gefroren und es sind nur Eisplatten. Also ohne wirklich Scheiße, also in der nächsten Woche glaube ich kaum, also in den nächsten 14 Tagen glaube ich kaum, dass das ohne gescheit begehbar ist. Aber ich kämpfe mich da jetzt runter und dann war es das für heute.